Weil unsere nächste Künstlerin heißt Jenny Grace. Und das ist ihr richtiger Name tatsächlich. Und ich bin sehr froh, dass sie dieses Jahr unter Jenny Grace hier ist und nicht unter Iris, so wie letztes Jahr tatsächlich. Auch wenn sie mit ihrer Schwester da war und Iris war der Name von der Mutter, ne? Genau. Ja, das habe ich dann gelten lassen, das war eine schöne Geschichte. Aber heute ist sie als Jenny Grace da, ohne ihre Schwester. Dafür mit Tara am Cello. Sehr schön, schön, dass du da bist. Cello ist immer fantastisch. Bist du jetzt 18 oder 20? Jetzt bin ich 20. Du bist 20, dann ist Tara 18. Ihr kommt aus Plochingen und geht für das Gymnasium Plochingen an den Start. Und ich sag, ja, viel Spaß mit Flugzeug. Wenn du im Flugzeug sitzt, erst dann fange ich an zu weinen. Du sollst denken, es ist leicht für mich. Ich lass dich gehen, du bist frei. Doch innerlich möchte ich schreien, will ich sagen, bitte bleib bei mir, bitte lass mich nicht allein. Kann nicht stehen auf meinen eigenen Beinen, trotzdem lass ich dich fliegen, lass dich fliegen, lass dich fliegen. Ich weiß nicht, wie ich es schaff, doch irgendwie lass ich dich fliegen. Jenny Grace und Tara, kommt zu mir. So, wir stellen uns auf, muss umgebaut werden.
Wenn zwei Frauen auf die Bühne kommen mit Klavier und Cello, dann könnte das ein netter Song werden. Was es geworden ist, ist irgendwas enorm Raumgreifendes. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich fand, das klang unfassbar groß. Und ich habe, guck, Gänsehaut. Also wirklich Gänsehaut. Da ist sie. Wow. Also das Schöne ist, ich darf immer meine unqualifizierte Laienmeinung hier abgeben. Das klang einfach so viel mehr als nach zwei. Ihr klangt wie ein Orchester. Also das war, ich fand es unfassbar. Und da muss noch ganz kurz zur Beruhigung, falls jetzt hier Eltern oder Freunde von irgendwelchen elfjährigen jungen SongwriterInnen sitzen, die sich denken, na super, das haben wir gegen zwei Profimusiker, doch keiner eine Chance. Es gibt einen Youngster Award. Die treten eben nicht gegen schon zwei, ich sage es mal, fertige Musikerinnen an, damit es hier auch alles fair bleibt. Ne? Also es gibt zwei unterschiedliche Kategorien. Den Youngster Award werdet ihr nicht gewinnen, so viel kann ich schon mal sagen, sorry. Dafür war es einfach dann doch schon zu gut. Erzähl, du bist Sängerin, Pianistin, wie würdest du dich selbst beschreiben? Ja doch, ich glaube, so als Singer-Songwriterin einfach, also ich spiele Klavier und singe und ja, schreibe meine eigenen Songs und versuche meine Gedanken und Gefühle irgendwie zu bearbeiten, indem ich sie in Songs packe. So. Und es gibt ja einen Unterschied, ob man Songs in Anführungszeichen nur schreibt oder ob man auch in der Lage ist, sie selbst zu erzählen. Also ich kann immer nur sagen, wie es mir ging. Ich saß da, ich habe total gefühlt, was du erzählt hast. Das war eine Story von vorne bis hinten. Man hat sich reinversetzt und hat es komplett fühlen können. Und das ist eine ganz, ganz große Kunst, das zu können. Dankeschön. Aber das hat dir wahrscheinlich schon der ein oder andere oder die ein oder andere vorher auch schon erzählt, oder? Na, also... Nein, aber das, also vielen Dank. Doch, das bedeutet mir auf jeden Fall viel. Und ja, doch. Du bist auch Cellistin, bist du irgendwie studiert? Wirst du studieren? Also ich habe, ich mache gerade Abi. Ich hatte heute meine letzte Abi-Prüfung. Yes! Schön, sehr schön. Genau, und ich könnte mir schon vorstellen, auch mit dem Cello weiterzumachen. Genau. Großes Anliegen meinerseits, bitte studiert irgendwas mit Musik. Es wäre wirklich, es wäre ein Verlust, wenn ihr es nicht tätet. Ich wünsche euch alles Gute und der Applaus gehört nochmal euch. Applaus